Hallo und herzlich willkommen zurück zu Magic Legends. Ich bin Mr. Cutter 4, let's play das Kaninchen. Und wir gehen an die letzte Quest der weißen Welt, des weißen Manas. Bin ich eh gespannt, wie... Das kann ich währenddessen erklären, wenn wir da sind. Erstmal Story. Welcome to Knight's Redoubt. Danita hat mich geschickt. Ich bin hier, um Rael bei der Eroberung der Turmbach-Moors zu helfen. I have heard all about you. But I have my doubts that you can help. They say Josu Vess himself roams the Fen now. Klingt für mich ein Grund, da erst recht hinzugehen. I pray to Sarah that Rael's faith in you is well placed. You can find Rael's camp if you continue in that direction. Gut, ich gehe da mal hin. Und wie genau gehe ich da jetzt? Ach, da unten. Und zwar, was ich nämlich sagen wollte... Ich bin gespannt, wie sie... Es ist ja noch die Open Beta. Es ist Open Beta und es gibt ja jetzt schon Events, die sie machen. Jetzt läuft ja zum Beispiel immer noch hier doppelter Ether-Event. Aber ich bin gespannt, wie sie eine Form von Langzeitmotivation schaffen wollen, um hier regelmäßig zu spielen und auch immer wieder zu spielen. Natürlich ist es momentan schon so, dass die das Aufwerten von zum Beispiel dem eigenen Reich, dass das natürlich später Ressourcen kostet, die... Wir machen das normal schwer, dankeschön. Und alleine... Habe ich eine... Habe ich eine Verzauberung? Nein, wir machen ohne Verzauberung. Was gibt's denn da Schönes eigentlich? Fanatischer Ansturm. Deine Kreaturen erhalten +2/+2. Cool. Auf geht's. Also die brauchen ja spezielle Rohstoffe, um sie dann aufzuwerten und auch die Zauber, um die über Stufe 6 aufzuwerten und sowas. Die brauchen alle dann spezielle Gegenstände, spezielle Währungen, was auch immer, die man nur bekommt, wenn man die schwierigeren Missionen macht, also ne, zum Beispiel chromatisches Mana und so ein Kram. Und um die aber zu machen, musst du ja wieder vernünftige Ausrüstung haben, du musst deine Ausrüstung auch aufwerten, dann später auch die passende Ausrüstung haben, dass du sagst, okay, wenn du jetzt im weißen Gebiet unterwegs bist, musst du natürlich Schutz vor Weiß haben. Sofern da Weiß angreift. Aber das steht ja in der Karte, das steht da ja. Und dann macht es auch Sinn, dass man dann sagt, okay, jetzt muss ich verschiedene Ausrüstungen erfarmen und hochleveln und. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Langzeitmotivation, die sie hier versuchen aufzubauen. Dann denke ich mal. Mal gucken. Also hier... Weiß ich nicht. Mal gucken. So, hallo, Ritterhauptmann Dittmar. I was hoping to see you here. The Cabal resistance is heavier than we expected. They have created a magical wall to keep us out. And so far, we simply cannot pierce through it. Keine Sorge, wie immer sind die Bösewichte so blöd, die Mana-Türme oder was auch immer, die Beschwörungsrituale, was auch immer diese magische Mauer aufrechterhält, außerhalb der Mauer zu platzieren, sodass man immer eine Chance hat, reinzukommen. We sent a group of clerics to break down the wall, but we haven't heard back. Find them and see what you can do to dispel that wall. Ich, in einem anderen Spiel bin ich Kleriker, das krieg ich hin. Ah, das krieg ich hin. Helft ihr mir? Das war mutig von euch. Oh mein Gott. Will ich hier kämpfen? Ich will gar nicht kämpfen eigentlich, ne? Ich will... Erstmal mich hier... Oh, warte mal, hier sind die Kleriker. Die Kleriker, die brauche ich ja bestimmt. Und ich muss den Sumpf säubern. Oh mein Gott. Nicht gesehen, dass ich den Sumpf... Oh, Gott, ist hier viel los. Holla, die Waldfee. Was ist mit dir nicht in Ordnung? Nicht gesund aus meinem blaues Leuchten. Ein paar Wölfe sind nicht viele, aber hey, besser als nichts. Zwei Wölfe sind besser als keine Wölfe. Ich war Wolfi. Ja. Die hier wegmachen. So, zwei Gegner noch. Haben wir noch irgendwo da? Ist noch.
Ein treibender Totengeist. Beseitige die restlichen Kabbalisten. Wo kommst du denn her? Haben wir das jetzt geschafft? Ich würde sagen ja, denn die laufen nach vorne. The clerics up ahead need your help. Okay. Ich laufe. Ich gehe. Bin gleich da. Wo muss ich hin? Hoch, runter, links, rechts? Oh, es gibt zwei Wege. Rette die Kleriker. Das sind zwei. Okay, ich laufe, ich laufe, ich laufe. Ich ignoriere alles. Ich geh erstmal nach unten. Schick. Das ist schick, warte mal. Na gut. Ich brauche mal ein bisschen Unterstützung. Geh doch, lass doch mal die Monster in Ruhe. Oh, du bist doch ein großer. Gott, ist hier viel los auf diesem Friedhof. Und Ort der Ruhe sein. Nichts mit Ruhe hier. Ihr helfen. Kann ich euch helfen? Oh mein Gott! Halb Friedhof hinter mir. Au, au, au. Hey. Also nur weil du Elite heißt, heißt das nicht, dass du dir einen auf die Hose machen musst. So, der Rest ist eh nur Wegläufer. Dann geht's weiter. Schnell zum zweiten Kleriker. Die ganzen Mobs mit, dass wir wieder schön ganz viel mit einmal töten können. Wir wollen ja auch ein bisschen Spaß haben, ne? So, wir sind einfach umgefallen. You saved me, traveler. Bitte. I will do what I can to help bring down that wall. Dann gehen wir doch mal hin und gucken, was die. Wohin führst du mich eigentlich? Nur so aus Interesse. Wohin führst du mich? Ah, ganz besonderer Ort. Wie gesagt, dass das noch die Open Beta ist? Oh Gott. Okay, ich bin schon weg. Oh mein Gott, hier ist los. Meine Güte. Ich finde doch eh, dass ich die jetzt hier erstmal verteidigen muss. Dann kann ich doch alles in Ruhe töten, was mir hier entgegenkommt. Genau. Siehst du? Oh, dann kann ich doch jetzt hier in Ruhe den Beyblade-Modus anmachen und alles niederholzen, was hier uns entgegenkommt. Ey! Weg da! Ey! Ach, das ist...
Das ist sowas wie bei Tiamat in Neverwinter, wo man die verteidigen muss und wenn sie angegriffen werden, hören sie auf, ihre Aufladung zu machen. Und deswegen muss man die, darf man halt die nicht angreifen lassen. Muss man versuchen, dass die halt entsprechend immer verteidigt sind, was grundsätzlich nicht funktioniert, da die Mobs dann, also auch wie bei Neverwinter auch hier, sich nicht davon abhalten lassen, auch wenn du sie angreifst. Ne? Hier, er greift trotzdem weiter die Kleriker an. Und in Neverwinter bei Tiamat ist es ja auch unmöglich, du kannst die Aggro nicht aufbauen. Also du kannst keine Aggro aufbauen, den Monstern gegenüber. Also Tank sein ist da echt keine schöne Zeit. Und hier ist es genau so. Es ist einfach... Ob ich da bin oder nicht, macht keinen Unterschied. Er greift. Ob ich ihn angreife oder nicht, macht keinen Unterschied. Vor allen Dingen diese Wegläufer, weißt du, von irgendwo, von ganz weit hinten, so mal so einen Feuerball werfen und so, oh, ich hab wieder weg, oh, oh Gott. Ihr seid solche Waschlappen. Ich reg mich... Übrigens, das ist nicht ernst gemeint. Ich reg mich natürlich schon nicht ernsthaft darüber auf. Ein bisschen nervt schon, dieses Weglaufen, aber es ist halt einfach... Ja, ihre Programm... Na, noch da. Ihre programmierte KI, programmierte Verhaltensweisen. Macht's nur nervig, ist jetzt aber halt, das ist halt so. It seems Sarah smiles upon us today, but there's no time to rest. We need to retake the church up ahead, so we can clear it of the Cabal's influence. Ich bin unterwegs. You have much left to do. Know that our voices go with you, praying for your success. Yay. Na, mal guck, das sind Kleriker, die wissen, dass sie nichts drauf haben im Kampf und deswegen gehen sie gar nicht erst mit. Whisper spoke highly of you, interloper. You cannot stop the corruption of this holy place. But you are welcome to try. Traveler, step into the light. Stehe. Cry to your false goddess if you must. She cannot save you. Das sagst du. Bisher läuft's ganz gut mit dem Saven. Mach mal den da. Hilfe! Oh. Wölfchen? Nochmal eure Hilfe als Verteidigung? Yes! Das mal keine schöne Statue ist. So, aber da ist ein Engel, der möchte was von uns. Rael! Travel deeper into the morass and defeat the Cabal forces within. Their necromantic pillars are keeping us at bay. Destroy them! Aye, aye. If you see Josu Vess, destroy him! He is the dark power behind the Cabal army. With his destruction, his armies will fall. Ich werde dafür sorgen, dass Josu Vess heute fallen wird. Also wir haben drei magische nekromagische Säulen. Hallo, lass mich mal ganz kurz durch hier. Lass mich mal ganz kurz Axt. Hallo, 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 hier. Lass mich mal ganz kurz... Du hast meine Axt, du hast meinen Bogen. Und du hast meine Dornen. Kranken. Ist das da? Ja. Also, ich will dahin... Ich will an das daran. Den Zauberspruch von mit Untoten blockiert. So, hallo.
Tempel des Aufstiegs. Ach, da hinten muss ich hin. Oh, warte mal. Das sieht nicht nach Aufstieg aus. Können wir ganz kurz darüber reden, dass das da hinten nicht nach Aufstieg aussieht. Oh mein Gott, ich muss mich bewegen. Wir sind hier einfach... Und Mengen an Untoten. Geht alle weg. Alle weg. Rise, my knights. Destroy them. Nein. Oh. Ha! Funktioniert. Beyblade-Modus. Oh, das waren noch gar nicht alle. Ich dachte, es sind nur die drei Ritter und hatte mich schon gefreut. Oh Gott, schon wieder solche. Zählen die Untoten mit? Lass mich hin. Ja, ich hab keine Lust. Hui! Ja, auch die zählen. Sehr schön. Sind hier hinten irgendwelche Nichtwegläufer? Nein, natürlich nicht. Noch welche? Irgendwo? Irgendwer? Ich bin jetzt bei 48%. Ach, da kommen sie. Wieder alle einzeln. Kleine gefallene Bogenschützen und verdrottenes Kadaver, alle einzeln. Mann, 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 hier. Die zählten gar nicht! Weil sie nicht hier drinnen gefallen sind, oder? Oh, hör auf, wegzurennen. Stell dich deinem Schicksal. Meine Güte. So muss das sein. So müssen hier die Gegner auftauchen. Weißt du? Mit ganz, ganz vielen. Dann kann man die schönen Angriffe machen. Und es ist dann auch nicht so schlimm, wenn einer von diesen Wegläufern noch überlebt. So, kann ich wieder durch? Nein, ich muss die Wegläufer noch töten. Ach, noch ein Wegläufer. Holla, die Waldfee. Epische Musik! Und dann geht es jetzt in den Kampf gegen den Endboss. Da ist er auch. Na du? Schicker Hammer. I am impressed by your persistence. Danke. You will have the honor of dying by my hand. Werden wir sehen, was stärker ist. Traveler, dein Hammer oder meine Axt. Use her power to defeat Josuves. Das ist auch was. Mechaniken sind bisher relativ wenig da. Wenn ihr jetzt gerade Seek the Power oder The Light, wirkt es nach relativ wenig Mechaniken, die man wirklich beachten muss. Es geht so um ein paar Kleinigkeiten, dass du bestimmte Sachen töten musst und nicht einfach nur töten, sondern bestimmte Sachen. Ich stehe mal hier in dem Licht. So. Ja, kommt doch. Na los. Yes, reach for hold. It will hurt all the more when I cut you down. Ja. Cutte du mal. Vor allem, wie willst du down cutten? Du hast einen Hammer. Wenn einer cutten kann, dann bin ich das und ich hab die Axt. Das würde ich gerne mal abbrechen können, damit ich mir die Funkenenergie sparen kann. Call
to your feeble goddess. She cannot save you now. Naja, also, wir sind schon ganz schön weit. Hast schon ganz schön viel hier aufgeladen. Nur mal so nebenbei. Da die Hälfte deiner Truppen einfach nur wegrennt, wenn sie Gegner sieht. Ja, ich dachte, du wolltest mich besiegen und nicht deine Truppen da dir vorschicken. Hör mal. Oh, oh. Au, au, au. Ja, komm mal raus aus deiner komischen Zone. Der Spikigkeit hier. Zone. You have power. Danke. That will not save you. Ah, ich kann mich, glaube ich, ganz gut gegen deinen Angriff durchheilen. You cannot defeat me. Also, wenn ich jetzt unsere Lebenspunkte bei euch vergleiche, sieht es schon danach aus, als könnte ich das. Surrender now, and I will kill you quick. Oh, oh, oh. Nein, danke. Nimm deine Kabbalisten mal ganz kurz, um mich zu heilen, wenn es für dich in Ordnung ist. Freut mich, dass du der nächste Gegner hast. Engel! Nimm meine Pfeile! Was für ein Bogen! Hübsch, wirklich hübsch. Mal von dem Hut abgesehen, wirklich hübsch. You have defeated Josu Vess and freed Caligo Morass from the Cabal's influence. Sarah truly shines her light on us today. Freut mich, dass ich helfen konnte. I can once again take my post as protector of this land. I will not lose it again. Hoffentlich, denn er möchte wiederkommen. The dark magic that animated him may yet return him to this world. But he will be without his army or his base of operations. Sehr gut. And should he return, I'm certain it will be for the last time. Ja, das hätte man vielleicht jetzt auch schon im Vorfeld machen können. Aber okay. Den Soundtrack müssen sie übrigens nochmal fixen. Dass dieser Effekt, wenn das von diesem... Ich habe vergessen, wie der heißt. Den Zauber habe ich ja auch. Dass der einfach nicht endet, die Sounddatei. Belohnung! Fanatischer Ansturm und ganz viel andere Karten. Ganz, ganz viel. Und ein bisschen Mana. Ether. Sehr, sehr schön. 625 Gold ist nix. Wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich, 20.000 Gold brauche, um Artefakt gerade aufzuwerten und noch mehr. Mann. Man kann ja auch Sachen verkaufen. Das mache ich momentan. Ich versuche immer die Zauber, die ich eh nicht brauche, zu verkaufen und darüber ein bisschen Geld zu machen. So. Gute Nachrichten. Dir geht's auch wieder gut, wie ich sehe. We're grateful to have. The messengers arrived just an hour ago. They say you even recovered Whisper's dagger, which Raph says will help us lift the curse. Haben wir natürlich dran gedacht. Logisch. There is nothing I can do to properly repay you for your help. You have defeated the Cabal, protected Benalia, and saved my family and countless others. Benalia will forever be in your debt. Dafür sind Helden da. Yay! Und damit haben wir das weiße Gebiet abgeschlossen. Ups, wollte ich gar nicht. Ist egal, ich wollte da drauf drücken. Damit haben wir das weiße Gebiet komplett abgeschlossen. Yay!
Und wir haben sogar schon die Belohnung hier, die Sachen, die können wir uns jetzt auch mal noch angucken. Jetzt kann ich die ja nach und nach farmen. Wir haben hier das Antlitz des Champion. Das sind scheinbar so Ringe in den Haaren, damit man sich hier einen Zopf machen kann. Benalisches Erbstück. Mal, wenn du einen Heilzauber wirkst, erzeugst du einen 1-1 Menschen Soldaten Kreatur spielt Stein. Länger hätte man diesen Begriff auch nicht nehmen können. Und deine Kreaturen erhalten geringe Schnelligkeit. Mhm. Okay. Das ist natürlich wow. Dann den Kyras. Der sieht schick aus. Was sieht schick aus? Bernalischer Feldmarschall. Kreatur. Mensch, Soldat. Deine anderen Kreaturen erhalten +1/+1. Das sind ja Sachen, die gibt's ja im Kartenspiel ganz, ganz häufig. Und ich habe sowas ja noch gar nicht gehabt, dass sie sich gegenseitig beeinflussen, die Karten. Und die Beinschienen des Champions. Sehr schön, sehr, sehr schön. Das dauert natürlich eine ganze Weile, bis man hier jetzt wieder zusammen ist. Ich meine, ich bin in den anderen Sachen auch noch nicht, weil ich bin hier auf Level 17. Bin kurz davor, den Lebenleiter zu bekommen. Im schwarzen Gebiet bin ich erst auf 11. Und als nächstes, wie gesagt, stürzen wir uns dann in die beiden anderen Gebiete, Schiff und Tolaria. Wir machen den Anfang von dem einen, dann den Anfang vom anderen, damit ich in Ruhe farmen kann und dann danach widmen wir uns den Storys der beiden Gebiete. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Kaninchen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.